Open Worlds sind doof und niemand braucht sie. Und mit niemand meine ich in dem Fall mich, weil ich ein arroganter Sack bin und meine Meinung natürlich die einzig allgemeingültige ist. Mir ist natürlich bewusst, ich kämpfe damit ein wenig gegen Windmühlen. Open Worlds sind ja kein neuer Trend mehr, keine Modeerscheinung oder sowas. Die sind fest im Gaming angekommen und ein essentieller Bestandteil einiger der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Trotzdem finde ich, viel weniger Spiele brauchen wirklich eine Open World als eine kriegen. Und oft ist eine Open World unterm Strich doch nicht unbedingt die beste Idee und geht mir eher auf die Nerven. Und warum, will ich euch in diesem Video mal darlegen. Und weil ich, wie gesagt, schon jetzt den Widerspruch mir entgegenhallen höre, will ich mal mit ganz objektiven, faktischen Zahlen anfangen. Und zwar mit Ghost of Tsushima. Das hat neulich Schlagzeilen damit gemacht, dass es tatsächlich eins der beiden meist durchgespielten Open-World-Spiele auf der PlayStation ist, zusammen mit Spider-Man. Und zwar beide wurden von der Hälfte aller Spieler nur durchgespielt. Und damit sind sie, wie gesagt, Rekordhalter. Das ist die Spitze. Darunter liegen Spiele wie Witcher 3, Horizon Zero Dawn und Red Dead 2. Die Spiele, die allgemein als mit die größten Open-World-Meisterwerke der letzten Jahre gelten. Und die wurden alle nur von einem Drittel der Spieler durchgespielt. Noch weiter unten liegt dann sowas wie Assassin's Creed Valhalla, wo man auch sagen muss, klar, das ist noch neuer, aber das wurde bislang nur von 20% aller Spieler durchgespielt. Das zeigt doch, finde ich, ein wenig, dass diese Open Worlds vielen Spielern vielleicht tatsächlich ein wenig zu groß sind. Und mich wundert das gar nicht, denn ich finde, Spiele können die Größe ihrer eigenen Open World oft gar nicht tragen. Die Spielmechanik fesselt nicht so lange, wie man eigentlich bräuchte, um alles in der Welt zu sehen. Sie erschöpft sich, bevor ich alles entdeckt habe. Mir geht's bei Assassin's Creed sehr oft so. Zum Beispiel bei Assassin's Creed Origins hatte ich das ganz stark, dass ich die Welt sogar ziemlich cool fand. Die war ein sehr schön nachgebautes Ägypten. Es gab durchaus auch einige nette Quests und sowas zu entdecken. Aber die Spielmechanik hatte für mich nicht den Tiefgang und hat sich nicht so massiv weiterentwickelt im Lauf all dieser Zeit und die Sachen, die ich getan habe, haben sich nicht so weiterentwickelt und so geändert, dass ich wirklich die ganze Zeit Spaß hatte, jetzt noch eine Stadt und hier noch eine Nebenquest und so. Längst bevor ich das Ende der Spielwelt erreicht hatte, hatte ich schon das Ende der Faszination mit der Spielmechanik erreicht, weil der Rollenspielaspekt auch einfach nicht tief genug war, dass der mich so lange bei der Stange gehalten hätte, wie die Welt es eigentlich gebraucht hätte. Und dazu kommt, dass Entwickler ihre große Welt auch oft, meiner Meinung nach, längst nicht bis zum Rand mit wirklich guten, wertvollen Inhalten füllen können. Vielleicht, weil sie keine Zeit dafür haben, vielleicht, weil sie kein Geld dafür haben, oder auch einfach, weil sie nicht genügend gute Ideen haben. Es ist ja eine hohe Kunst, spannende Quests zu bauen, und je größer die Welt wird, desto schwieriger ist es, dass jede Quest darin auch spannend bleibt. Das beste Beispiel dafür ist meiner Meinung nach BioWare, deren Spiele unterm Strich eigentlich immer schlechter wurden, je größer sie wurden. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als sie lauthals damit geprahlt haben, dass ein Gebiet in Dragon Age Inquisition so groß ist wie ganz Origins. Aber Origins war halt das viel bessere Spiel. Ist doch völlig egal, dass Inquisition größer ist, wenn seine Welt und vor allem sein erstes Gebiet, die Hinterlande, heute allgemein als Synonym für eine aufgeblasene Welt mit viel zu wenig spannenden Inhalten gelten. Und BioWare hat überhaupt nicht daraus gelernt. Die haben es danach einfach nochmal gemacht. Danach haben sie gesagt, ey, guckt mal, Mass Effect Andromeda, da ist ein Planet so groß wie ganz Inquisition. Und das Spiel war auch wieder nur schlechter. Also BioWare hat es überhaupt nicht geschafft, diese großen Welten, die jetzt noch keine vollständigen Open Worlds waren, muss man dazu sagen, es waren immer abgegrenzte Gebiete, aber schon sehr große, weitläufige, die klaren Open World Charakter hatten, sie haben es überhaupt nicht geschafft, die zu füllen und haben das Spiel nicht besser dadurch gemacht, dass es einfach mehr Quadratkilometer hatte. Klar, ich habe dann Freiheit, überall hinzugehen, aber das bringt mir ja nichts, wenn es gar nicht so viel Spannendes zu entdecken gab. Mir ist natürlich bewusst, man muss ja in einer Open World nicht alles machen. Ich muss nicht jede lahme Nebenquest erfüllen. Das ist ja sogar der Punkt der Freiheit einer Open World. Aber
ich als Spieler, und ich glaube, da geht es psychologisch sehr vielen Spielern so, denn wir sind ja Sammler und Komplettierer in unserer Natur. Ich hasse das Gefühl, im Spiel etwas verpasst zu haben. Ich weiß ja vorher nicht, welche Quests dann doch die spannenden sind und welche die sind, die ich links liegen lassen sollte. Deswegen will ich doch alles erleben, was das Spiel zu bieten hat und will jeden Questmarker abarbeiten, dem ich in so einer Welt begegne. Und muss dann eben oft feststellen, dass halt viele davon aber meine Zeit am Ende nicht wert gewesen wären. Und ich finde, es ist die Verantwortlichkeit der Entwickler, meine Zeit als Spieler zu respektieren und mir nur Inhalte zu bieten, die meine Zeit wert sind, die cool gemacht, die spannend, die was Besonderes sind und nicht nur Fleißarbeit, damit man am Ende sagen kann, ey, guck mal Leute, wir haben 100 Stunden Spielzeit und eine dreimal so große Welt wie der Vorgänger. Das ist für mich nicht zielführend, das macht kein besseres Spiel, das macht nur ein größeres und längeres Spiel und damit für mich eben hat es nicht unbedingt mehr Wert. Für mich persönlich kommt auch noch dazu, ich habe einfach nicht die Zeit, all diese 100-Stunden-Monster zu spielen, selbst wenn sie durchweg gut sind. Es gibt viel zu viele coole Spiele, auf die ich Bock hätte heutzutage. Jeder von uns hat ein viel zu großes Backlog auf Steam, als dass man alles spielen könnte, was man wollte. Und bei mir kommt noch dazu, selbst ein starkes Spiel, ein richtig gutes Spiel, wird mir manchmal nach 40, 50 Stunden oder so einfach langweilig, weil ich was anderes will. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil ich gern Abwechslung hätte, weil ich nicht so viel Zeit mit dem gleichen Ding verbringen will. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu sprunghaft, das mag anderen Spielern anders gehen, absolut. Aber ich persönlich spiele lieber mehrere kurze, intensive, spannende Spiele, als 100 Stunden in Assassin's Creed Valhalla zu verbringen. Nun ist mir natürlich bewusst, das ist A, vom persönlichen Geschmack abhängig, und B, auch von der aktuellen Lebenssituation. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch in der Schule seid, dann habt ihr wahrscheinlich deutlich mehr Freizeit, weil wer macht schon Hausaufgaben, ne? Aber weniger Geld. Und dann sind Spiele, die euch zum Vollpreis 100 Stunden, 200 Stunden Open-World-Gameplay geben, eine deutlich bessere Investition, weil sie halt ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis haben im Sinne von unterhaltsame Stunden pro ausgegebenem Euro. Da ist das dann vielleicht sehr gut nachvollziehbar, dass man sich eher ein Valhalla kauft, als ein so durchchoreografiertes Storyspiel wie zum Beispiel ein The Last of Us, das zwar ein sehr spannendes, intensives Erlebnis bietet, aber eben auch schneller wieder vorbei ist, sodass man schneller wieder Geld in die Hand nehmen muss, wenn man weiter was zocken will. Da habe ich vollstes Verständnis dafür, aber ich persönlich eben freue mich immer, wenn ein Spiel mal eher sagt, du musst hier nicht 100 Stunden spielen, wir geben dir 10, 20, 30, die dafür so richtig knallen. Das sind die Spiele, die mir oft am meisten im Gedächtnis bleiben. Mir geht's aber nicht nur um die Spielzeit dabei. Denn Open World steht auch grundlegender genau dem gegenüber, was ich eigentlich von Spielen will. Denn ich erlebe am liebsten diese spannenden, intensiven, durchinszenierten Stories. Aber genau die sind in einer Open World aufgrund ihrer Natur schwer zu erzählen. Man kann sich da zum Beispiel mal Fallout 4 anschauen, wo ich mein Kind in der Postapokalypse finden will. Eine unglaublich dringende Mission ja eigentlich, aber die Spielmechanik verlangt, dass ich auch 100 Stunden damit verbringen kann, mit Preston Garvey Siedlungen zu retten und aufzubauen, anstatt auch nur eine Sekunde nach meinem Baby zu suchen. Weil natürlich die Open World eines Bethesda-Spiels gerade mit dieser Freiheit ja glänzt, das ist ihre Stärke. Aber gerade das steht diametral dem Erzählen einer starken Story gegenüber. Und selbst Spiele, die eigentlich als Story-Meisterwerke gelten und auch zu Recht, haben dieses Problem. Witcher 3 ist ja ganz ähnlich. Auch da suche ich mein verlorenes Kind. In dem Fall ist es sogar noch dringender, weil besagtes Kind aktiv bedroht wird und ich weiß das auch. Aber auch hier kann ich jeden Unsinn in der Open World machen und das Spiel rechtfertigt das nicht mal irgendwie, weil es ist nie ein Storypunkt, dass Geralt nichts zu essen hat zum Beispiel und so arm ist, dass er ständig Monsteraufträge erfüllen muss, nur um überhaupt über die Runden zu kommen. In den Büchern, in Witcher-Büchern ist das ein bisschen mehr so. Da hat er als Hexer ein hartes Leben, aber in der Spielbalance von Witcher 3 ertrinke ich ja immer in Gold und habe eigentlich nie ein Problem und kann trotzdem Gwent-Turniere spielen, statt nach Ciri zu suchen. Was für ein Quatsch! Witcher 3 hat andere Stärken in Sachen Story. Also auch die Hauptstory ist toll, aber
sie leidet, finde ich, schon unter diesem Open-World-Problem. Das macht sie weniger spannend und dringlich und intensiv, als sie sein könnte. Witcher 3 kompensiert das damit, dass es eins der wenigen Open-World-Spiele ist, wo auch die Nebenquests durchweg richtig gute Storys erzählen. Also die haben geschafft, was BioWare nicht geschafft hat. Dass selbst die Nebenaufgaben fast alle interessant sind und wenn es nur mit einem kleinen Detail ist. Ich sag auch gar nicht, dass es unmöglich ist, eine gute Open-World-Story zu erzählen, aber es ist eben sehr schwierig, selbst für sehr gute Autoren, weil Open World die Freiheit will, die Hauptstory links liegen zu lassen, während die meisten klassischen Geschichten genau das nicht wollen. Stell dir mal vor, Herr der Ringe. Ne, der Ring, das brauchen wir eigentlich nicht so. Wir müssen jetzt gerade mal hier nochmal ein Jahr lang Nebenquests im Auenland machen und Farmer Maggot dabei helfen, die Ernte einzubringen. Wäre ja völliger Schwachsinn. Gut, auch Tolkien hat in den Büchern, sage ich mal, ein paar Nebenquests wie Tom Bombadil eingebaut, die tatsächlich aber auch natürlich ein bisschen das Pacing rausgenommen haben aus der Story und für den Film dann gestrichen wurden. Während eine Story, die zu einer Open World passt, müsste eine andere Struktur haben, die müsste irgendwie berücksichtigen und auch begründen, warum die Hauptfigur vielleicht nicht immer der Hauptstory hinterherjagt. Ich finde, das geht auch. Cyberpunk hatte da ein bisschen einen Ansatz in die Richtung, den ich gar nicht blöd fand, dass es manchmal in der Story einfach nachvollziehbare Gründe gab, warum wie jetzt mal ein wenig Söldnerarbeit erledigen muss, weil du Geld brauchst, um weiterzukommen, weil ein Questgeber dir nicht hilft, bis du ihn ordentlich schmierst. Und auch, weil wie von der Story her ja wirklich gegen einen Feind kämpfen muss, der ihm so überlegen ist, dass es Sinn ergibt, dass du in dieser Welt, auch in dieser knallharten, jetzt mal ein bisschen dich aufrüsten musst und da halt irgendwie Geld verdienen musst. Auch da beißt das halt irgendwann aus, weil du kannst auch sagen, ich verdiene mir jetzt aber erstmal nochmal Geld für mein fünftes Luxusauto, dann ist es wieder Quatsch. Aber das Grundkonstrukt ist zumindest, verbindet ein bisschen besser Story-Dringlichkeit mit Open-World-Freiheit, aber selbst hier knarzt es eben irgendwo. Und deswegen finde ich es immer ein wenig schade, wenn Spiele in Open-World-Richtung gehen, die es in meinen Augen gar nicht bräuchten. Zum Beispiel Life is Strange jetzt. Das ist doch ein Paradebeispiel für eine sehr storyfokussierte Serie, die in meinen Augen es absolut nicht nötig hätte und sich sogar schaden könnte damit, eine Open-World aufzubauen, weil das doch genau entgegen dem steht, wofür die Serie bislang stand. Wobei Life is Strange, es könnte auch passen, weil Life is Strange doch auch immer einen recht entspannten Charakter irgendwo zusätzlich hatte. Und da könnte man eine Story schreiben, wo es passt, dass ich auch nebenbei immer wieder die Open World erkunde und kleinere Nebengeschichten erlebe. Aber Life is Strange 1 und 2 wurden dann auch immer wieder sehr schnell, sehr dringlich plötzlich. Und es hätte nicht mehr gepasst, dass ich einfach irgendwie jetzt mal hier komplett abschweife von der Hauptgeschichte. Also da müssen sie auch was am Storymodell ändern, das sie verfolgen. Deswegen, ich hoffe, sie kriegen das hin, aber es macht mir eben ein wenig Sorgen. Es macht mir mehr Sorgen, als dass ich mich darauf freue, wenn ich höre, oh, Life is Strange kriegt eine Open World. Es ist aber natürlich trotzdem auch möglich, wie bereits gesagt, tolle Storys in Open Worlds zu erzählen. Ich höre euch schon alle Red Dead Redemption 2 schreien. Natürlich können Open Worlds auch tolle Geschichten erzählen. Es ist halt aber in meinen Augen eher die Ausnahme als die Regel. Und es sind Ausnahmespiele, die das schaffen. Es braucht wirkliche Ausnahmeentwickler, um diesen Spagat, diesen Kompromiss hinzukriegen. Und deswegen bin ich eben der Meinung, Open World, im Zweifelsfall, lass doch auch einfach mal sein. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung, auch wenn, wie gesagt, eingangs hier in diesem Video ist sie allgemeingültig. Aber sagt mir gern, ob ich euch zumindest ein wenig überzeugen könnte. Findet ihr Open Worlds jetzt auch komplett doof? Fandet ihr sie davor vielleicht schon doof? Oder rede ich hier nur Schwachsinn und Open World ist das Beste, was dem Gaming je passieren konnte und ich rede hier nur Quatsch. Schreibt mir gerne, was eure liebsten Open Worlds sind und was vielleicht auch Probleme mit Open Worlds sind, die ihr mal hattet. Serien, wo ihr dachtet, ach, eigentlich nicht so toll, dass das jetzt Open World geworden ist. Hätt's eigentlich nicht gebraucht. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Ansonsten haben wir auch noch Videos von den lieben Kollegen, die den Open Worlds, sage ich mal, deutlich aufgeschlossener und positiver gegenüberstehen als ich. Schaut euch die gerne mal an. Und wir haben auch ein Streitgespräch, wo beide Seiten vertreten sind. Also jede Menge Open World Inhalt für euch, wo ihr auf eure Kosten kommt, wenn ihr von meinem pessimistischen Gelaber hier jetzt wirklich die Nase voll habt. Erst recht, in diesem Fall danke ich euch natürlich trotzdem fürs Zuschauen.